Hallo lieber Inspirationsfreund und herzlich willkommen zu mehr Selbstbewusstsein durch Motivation. Heute ein ganz wichtiges Thema, Ziele setzen. Ist es wichtig, sich Ziele zu setzen? Und wenn ja, was hat es für Vorteile? Ziele setzen, meiner persönlichen Meinung nach, eins der wichtigsten Dinge im Leben, ob im Privatleben, im Beruf, bei Hobbys, wie auch immer. Denn wenn ich mir keine Ziele setze, komme ich auch nicht an. Stell dir vor, du steigst in ein Taxi ein, sagst dem Taxifahrer, fahren Sie mal los. Und er dreht sich um und sagt, wo wollen Sie denn hin? Du sagst, egal, fahren Sie mal los. Also fährt er los, fährt mal in Richtung Süden. Nach ein paar Kilometer schaust du aus dem Fenster und denkst, oh, da will ich aber nicht her, hier gefällt es mir nicht. Und schreist nach vorne, hier will ich nicht hin, ich möchte woanders hin. Der Mann dreht sich verstört um und sagt, ja, wo wollen Sie denn hin? Ja, weiß ich nicht, aber hier will ich nicht sein. Fahren Sie woanders hin. Okay, also fährt er Richtung Westen, guckst du wieder nach ein paar Kilometer raus, stellst du da fest, hier gefällt es mir nicht. Schreist wieder nach vorne, hey, wie können Sie denn hierher fahren? Hier will ich doch nicht hin, hier gefällt es mir nicht. Da sagt er, aber wo wollen Sie denn hin? Das weiß ich nicht, aber hier will ich nicht sein. Wird keiner machen, oder? Über 90% aller Menschen haben in ihrem Leben kein Ziel. Die stehen morgens auf, steigen in dieses Taxi und sagen, fahren Sie mal los. Nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten stellen sie fest, ich bin in einer Beziehung, die ich nicht will. Ich habe einen Job, den ich nicht mag. Ich habe ein Umfeld, das ich nicht mag. Alles mag ich nicht. Und darüber unterhalten sie sich ihr Leben lang über all die Dinge, die sie nicht haben wollen, die sie nicht mögen. Jedoch überlegen sie sich nie, was sie denn wirklich wollen. Wird vielleicht helfen. Daher hilft dir ein Ziel, auch dort anzukommen. Du kannst zielgerichtet dem Taxifahrer sagen, fahren Sie mich bitte zum Flughafen. Dann fährt er dahin, auf dem schnellsten oder kürzesten Weg. Was hilft dir dabei, dieses Ziel zu erreichen? Du baust dir ein sogenanntes Vision Board. Das heißt, eine Wand, eine Fotokollage, du kannst es auch in Filmform machen, das habe ich auch. Einfach mit dem Ziel, das du hast, dass du das immer vor Augen hast. Ich möchte mal kurz auf einem meiner Laptops den Bildschirmhintergrund zeigen. Norman Gräter, 24.03.2020, Porsche Arena, Stuttgart. Das ist eins meiner Missionen und Ziele, dass ich am 24.03.2020 die Porsche Arena fülle. Und dieses Bild habe ich als Bildschirmhintergrund. Somit schaue ich den ganzen Tag immer wieder auf dieses Zielbild. Und mir ist dann klar in diesem Moment, warum ich überhaupt am Rechner sitze. Mein Fokus wird zurückgebracht auf die richtige Stelle. Denn durch Facebook, durch E-Mail, LinkedIn, wie es alles heißt, werden wir oft ganz leicht abgelenkt. Es piepst, es klingelt und wir gucken und wir machen da und stellen irgendwann fest, was habe ich heute überhaupt gearbeitet? Nicht. Durch so ein Zielfoto hilft es dir immer wieder zurückzukommen und zu sagen, hey, stopp, ist das, was ich gerade tue, auch zielführend? Das hilft dir, immer wieder drauf zuzukommen. Daher, Mission für heute, mach dir eine Zielcollage, ein Vision Board. Schneid dir Fotos aus von Dingen, die du haben möchtest. Das können materielle Sachen sein, das kann ein glückliches Kinderlachen sein, ein glückliches Paar, ein Urlaubsort, ist ganz egal. Kleb das auf, dass du das siehst. Und mein Tipp in Bezug auf Geld. Geld ist wichtig, Geld ist quasi ein reines Tauschmittel für Energie, Leistung gegen oder Erfahrung gegen Geld. Jedoch kleb bitte nie nur Geldscheine auf. Denn Geld hat an sich keine Emotion, außer du bist Dagobert Duck und liebst es gern jeden Tag in dein Tresorbunker zu springen und im Geld zu baden. Aber die meisten mögen das nicht. Von daher, Geld ist Papier oder Münzgeld und ist einfach ein Transport- und Tauschmittel für gewisse Dinge. Daher kleb dir lieber auf, was du mit dem Geld erreichen möchtest. Dein Urlaubsort, dein Traumauto, ein Traumhaus, ein Wintergarten, ein Swimmingpool, was auch immer es sein mag. Denn zu diesen Dingen wirst du es schaffen, eine Emotion aufzubauen, die ist ganz wichtig. Denn du hast auch immer eine positive Emotion, wenn du drauf schaust. Denn du siehst einmal und sagst, hey, genau deswegen bin ich heute aufgestanden. Und wenn du mit dem Vision Board aufstehst
und mit dem Vision Board zu Bett gehst und das vielleicht im Idealfall auch im Schlafzimmer irgendwo hängt, hängt bei uns auch. In der Küche hängt auch eins, auf dem Computer ist eins, überall sind Vision Boards verteilt, selbst auf der Toilette. Denn, sind wir mal ehrlich, da sitzt du doch ein paar Minuten rum und guckst gegen die blanke Wand. Schau dir doch dein Vision Board an. Dann stehst du wieder auf und weißt, was jetzt deine nächste Aufgabe ist. Nämlich etwas zu tun, um das auch zu erreichen. Und wie du das auch noch schneller erreichen wirst, ist, wenn du dir bessere Fragen stellst. Dazu habe ich ein gratis E-Book gemacht, wie du dir bessere Fragen stellen kannst, um zielgerichteter schneller an dein Ziel zu kommen und nicht die Fragen, ich habe jetzt einen Job, der macht mir keinen Spaß. Das ist eine beschissene Frage. Was wird die Antwort sein? Er selber schuld, du hast ihn dir ausgesucht. Die Frage ist eher, was kann ich dafür tun, damit ich da hinkomme, wo ich hin möchte? Hier ist eine Hilfe auf 13 Seiten, wie du dir bessere Fragen stellst. Hier unter dem Video kannst du direkt auf den Link klicken, kannst es dir gratis runterladen und in deinem Leben durchstarten und zielgerichtet hin zu deinen Vision Board Zielfotos auch kommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal, dein Norman Kräter.